Der Wetzlarer Platz in Schladming wurde Ort einer ganz besonderen Veranstaltung. Die Ausstellung des Landes, die Steiermarkschau, macht mit einem mobilen Pavillon in Schladming Halt und wurde mit zahlreichen Vertretern aus Politik und Kunst und Kultur feierlich eröffnet. Naja, die Steiermarkschau ist schon ein großes Projekt, das mir sehr am Herzen gelegen ist. Wir wollten die Lücke schließen, die durch das Ende der Landesausstellungen vor 15 Jahren entstanden ist, und haben mit der Steiermarkschau ein völlig neues, zeitgemäßes Ausstellungsformat gesucht und, wie ich hoffe, auch gefunden. Der mobile Pavillon, der jetzt in Schladming Halt macht, der hier in Schladming steht, ist ein Teil dieser Steiermarkschau. Und wenn man den Pavillon betritt, wird man dann, glaube ich, gleich sehen, dass das ein sehr innovatives Projekt ist. Es gibt ein 50 Meter lange geschwungenen Screen, eine geschwungene Leinwand, ein sogenanntes Panorama. So außergewöhnlich wie die Präsentationsform zeigt sich die Ausstellung an sich. Wir haben 24 ganz große Kunstbeiträge zum Thema Landschaft, die sehr, sehr sehenswert sind, weil sie vor allem so leicht konsumierbar sind. Und an dieser Ausstellung ist meiner Ansicht nach besonders interessant, dass die Inhalte tatsächlich alle über Film und bewegte Bilder gezeigt werden. Für ein wahres Hörvergnügen an diesem Tag sorgte die musikalische Begleitung der Camp Styria-Teilnehmer. Ein internationales Orchestercamp in Schladming für junge Musiker, die sich eigens für die Eröffnungsfeier vorbereitet haben. Was wir heute gespielt haben, war ja die Musik zu Bilder einer Ausstellung. Zwischen diesen Bildern, die der Komponist sich da gedacht hat, hat er so Übergangsmusiken geschrieben, die Promenadenmusiken. Man wandert von einem Bild zum anderen. Und da haben wir gedacht, das passt natürlich inhaltlich wunderbar zur Landesausstellung. Man wandert da drinnen, also von einer Stelle in dieser riesen Videoinstallation zur anderen. Also wir haben einfach das Thema Ausstellung hergenommen und haben das musikalisch umgesetzt und ergänzt. Die Steiermark hat eine vielfältige und reiche Kunstszene, die sich mit vergangenen, gegenwärtigen Themen und zukünftigen Fragen beschäftigt. Im Grunde habe ich versucht, Aspekte von der Steiermark in den Vordergrund zu rücken, die nicht so stark im Vordergrund stehen. Ausgehend von der Selbstbehauptung, die man oft hört, dass die Vielfalt der Kulturlandschaften die Steiermark ausmacht. Und das stimmt aber, wenn man alleine die Stationen des Pavillon nachverfolgt, von Hartberg und Schladming und Spielberg und dann auch Radkersburg, dass man so schon in einer sehr großen landschaftlichen Vielfalt unterwegs. Ein Filmbeitrag kommt von der Schladmingerin Stefanie Weberhofer, die sich einen ganz besonderen Ort ausgesucht hat. Also ein Steilhangmoor im Untertal, der Öffnungen im Erdboden hat, aus der eiskalte Luft strömt. Und dadurch ergibt sich dort ein eigenes Mikroklima und dadurch ergibt sich dort eine ganz eigene Vegetation. Also dort wachsen wirklich Bäume, die wachsen sonst in Europa nirgends. Also eher, die Vegetation ist eigentlich wie in Sibirien. Und das ist aber von ganz einem kleinen Ort nur. Und also wenn man vorbeispaziert, man ist kurz in einer anderen Welt und dann ist es schon wieder vorbei. Dass unser Bundesland und seine Landsleute ein ganz besonderes Potenzial in sich tragen, ist spätestens nach Besuch der Ausstellung geklärt. Die Ausstellungen da drin sollen auch dazu dienen, nachzudenken, wer sind wir Enstaler, wer sind wir Schlamminger, wer sind wir Ramsauer oder wie auch immer. Und wie gehen wir mit uns um und wie gehen wir mit der Natur um. Und es ist so toll aufbereitet, ich war kurz drinnen, ich kann nur jedem empfehlen, schaut euch das an. Die junge einheimische Kunstszene will auf sich aufmerksam machen und dabei gleichzeitig Altes bewahren und neue Perspektiven in ihrer Heimat bieten. Wir sind jetzt gemischt. Die Jasmin Köldorfer und ich haben gemeinsam eine Projektgruppe gestartet. Da dürfen wir mit dem Klangfilmtheater einfach gemeinsame Sachen machen. Und wir haben uns einfach überlegt, wir möchten so ein bisschen neue Perspektiven schaffen für die Jugend, aber halt gleichzeitig auch das wertvolle Wissen von unseren älteren und jugendgebliebenen Mitbürgern behalten oder bewahren eigentlich. Und und da wollen wir einfach jetzt in der Zukunft so ein bisschen mehr eine Plattform oder eine unterstützende Umgebung schaffen für Künstlerinnen und Künstler. Und jetzt im Moment haben wir uns einfach überlegt, wir möchten gern eben im Rahmen von der
der Steiermark schon über 3 Wochen unsere Heimat ein bisschen neu beleuchten oder neu ausleuchten. Da haben wir in der ersten Woche haben wir Ursprung oder die Vergangenheit von unserer Region, in der zweiten Woche die Gegenwart und in der dritten Woche noch in die Zukunft. Und da wollen wir so ein bisschen einen roten Faden durchziehen und einfach ja, unsere Einheimischen wieder so ein bisschen mitnehmen und sagen, wer wir sind und woher wir kommen und wohin wir gehen eigentlich. Wer sich nun selbst ein Bild von der Steiermark-Schau machen möchte, hat in Schladming noch etwas Zeit dafür. Der Zugang ist gratis. Die läuft ab jetzt, ab heute, den 14. August, genau 3 Wochen. Die ist geöffnet von 10 Uhr Vormittag bis 20 Uhr am Abend, regulär. Es ist aber gelungen, dass wir viele Abendveranstaltungen haben in Babylon. Abendveranstaltungen, die sich mit der Geschichte unserer Region, mit der Zukunft unserer Region, mit Tradition und Moderne auseinandersetzen, die sich auch mit Künstlern aus der Region beschäftigen. Und wenn diese Abendveranstaltungen sind, dann ist die Ausstellung bis 18 Uhr geöffnet und um 19 Uhr beginnt dann die Abendveranstaltung. Und die Infos über diese Abendveranstaltung, die findet man auf schladming-dachstein.at. 3 Wochen Steiermark, 3 Wochen voll von dem, was uns und unser Bundesland ausmacht. Hier wird gezeigt, wer wir sind.